Willkommen zurück. Wir müssen zum Behandlungsflügel und wir werden uns da aber ganz langsam hinbewegen. Darauf achten, ob dieses komische Geräusch wiederkommt. Und weiterhin die Notizen einsammeln. Hier haben wir Lektionen. Jetzt habe ich, wieso habe ich jetzt F5 gedrückt? Ich muss F1 drücken. Dokumente, Kapitel 5. Lektion für geistige Gesundheit. Erstens, Wiederholung beruhigt den aufgewühlten Geist. Zweitens, die Abwesenheit von Aufregung fördert die Heilung. Drittens, Lärm ist ein Feind des Wohlbefindens. Viertens, Gehorsam ist das erste Zeichen der Genesung. Das hätten Sie wohl gerne. Weil das mit der Wiederholung. Ich überlege, ob das tatsächlich eine Rolle spielt bei Leuten, die solche Zwangsstörungen haben, wo sie immer halt Sachen wiederholen, immer wieder machen müssen. Das ist wahrscheinlich auch so eine Art des Beruhigens. So, ich muss jetzt gerade mal gucken. Zimmer 13. Ich glaube, die Gänge waren wir jetzt noch nicht alle durchgegangen. Das ist blöd, wenn man mal wieder so eine Aufnahmepause hatte. Nee, Moment. Die Türen sind alle offen. Da sind wir reingehüpft. Wir müssen. Da ist eine Tür. Kamen wir da rein? Ich weiß, ich kam hier durch. Ich gehe am besten mal zum Richtung meines Questmarkers jetzt. Und am Ende des Ganges stand da nicht die Frau. Ups. Hat das jemand gehört? Gott. Ja, es hat jemand gehört, aber ich nehme an, das Vieh wäre so oder so hier runtergesprungen. Ist das dasselbe wie in dem geheimen Teil des Bordells? Und wo ist es hin verschwunden? Also der Aufzug ist, glaube ich, hier abgebrochen. Dem hätten wir wahrscheinlich gar nicht fahren können. Zurück in den Schleichmodus. Ach ja, genau, ich wollte mich jetzt hier dann durchquetschen. Da bin ich jetzt mal umgedreht, um noch mal ein bisschen was zu erkunden. Was steht da? Ich kann es nicht lesen. Ist irgendwie zu dreckig. Ach so, einfach, Treatment Center, oder? Dann wollen wir mal. Durch die alten Betten und Kisten und Stühle. Begib dich hinunter zum Behandlungsstockwerk. Kratzer an der Wand. Und hier haben wir Vertraulichkeit. Mit dem Passieren dieses Punktes tritt eine Vertraulichkeitserklärung in Kraft. Die experimentellen Techniken bleiben das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Wer diese Techniken kopiert, macht sich gemäß des Medizingesetzes von 839 NR des Vertrags schuldig. Okay, ich habe nicht vor, irgendwelche Behandlungsmethoden zu kopieren. Ihr sollt nach unten.
Ich will aber dahinter. Heute. Okay. Auf geht's. Nein. Die Vögel haben mich jetzt nicht erschreckt. Garrett, ich rutsche! Ah! Garrett, gib mir die Kralle! Okay. Das war jetzt so ein kleines Flashback für Garrett. Ja, die Vögel haben, glaube ich, das Dach kaputt gemacht. Das hat ihn erinnert, als, die Erin durch das Dach gebrochen ist. So ist jetzt die Frage, ich kann da wahrscheinlich rüberhüpfen auf den Balken, dann auf die andere Seite. Die Tür ist zu. Und da komme ich auch nicht weiter. Okay, mit Anlauf. Hätte ich wahrscheinlich gleich mit Anlauf machen müssen. Sicher ist sicher. Okay, da unten, da haben wir noch eine Leiter. Will ich da hin? Wahrscheinlich habe ich gleich keine andere Wahl. Eine Lupe. Das ist der Sicherheitstrakt. Das waren nur Wassertropfen. Die Wassertropfen, die sehen manchmal aus, als könnte man sich da auch noch Beute beschaffen. Eine Flasche? Nein, kann ich nicht benutzen. Okay, dann bin ich jetzt im zweiten Stock. Ja, ich glaube, ich möchte da an die Beute ran. Dafür ist die Leiter, dass ich wieder hochklettere, bevor ich dann in den dritten Stock weitergehe. Das ist wieder das Treatment Center. Huch. Da kann ich einen Knopf betätigen. Das will ich gar nicht. Kann er... Ich weiß nie, wie er die Leiter benutzt. Jetzt. Was passiert denn da? Gar nichts. Mal gedrückt. Also, finde den Raum 3F. Genau, das war's. Da wurde sie gehalten. Und, hatte das gespeichert? Egal, ich speichere jetzt hier. Da haben wir wieder ganz viele Gucklöcher. Mag ich da überhaupt durchschauen? Fangen wir links an. Da kommen wir nämlich nicht weiter. Das ist 3B. Was ist denn da passiert? Alle tot. Alle bis auf die Schatten. Die Schatten haben sie geholt. Die Schatten waren hungrig, seit sie uns verließ. Okay. Sie veränderten sich in der Dunkelheit. Die Schatten dürfen sich nicht ausbreiten. Ist das noch was? Ich hör zu. Breiten sich aus wie Öl. Okay. Alle tot. Alle bis auf die Schatten. Die okay, jetzt. Haben sie jetzt wiederholt er sich. Ich vermute, hier fehlt es ein bisschen an Strom, sonst könnte ich wahrscheinlich die Tür aufmachen. Okay. 3C.
sieht mir nach einem Arzt und nicht Patient aus. Und irgendwie wirkt er noch relativ lebendig. Was macht er hier noch? Was zum Henker machst du hier? Wie komme ich denn da rein? Ich denke, ich kann jetzt erstmal nichts für ihn tun. Du Blatt. Sie tun mir weh. Viel zu viel Schmerz. Du stehst da so ein bisschen im Weg. Ich habe das Gefühl, es könnte der von vorhin sein, den wir im Flur gesehen haben. Scheint mir aber so eine Zwangsjacke anzuhaben. Okay. Gut. Schrank. Yay. Ich glaube, das Spiel, ich brauche jetzt Heilung. Was? 3E. In 3E scheint noch jemand drin zu sein. Brennt da hinten schon wieder Licht? Kommt denn wieder das Licht her? Moment. Ich muss doch jetzt mal... Ich guck erstmal da durch. Hallo! Looks. Tut mir leid, aber du bleibst erstmal drin. Ich trau dir nicht. Ich kann mal zurückgehen. Also, da sind noch zwei Patienten nur drin, da ist ein Arzt angekettet. Doch wesentlich belebter, als ich gedacht habe. Und komischerweise, wenn man weiter weggeht, ist da mehr Licht und so. Naja, gut. Ignorieren wir das mal. Aber bevor ich 3F mir anschaue, wollte ich eigentlich das holen, aber ich muss da durch das Glas durch. Dann gucken wir lieber erst in 3F rein. Was ist da mit Aaron passiert? Diese Türen brauchen Energie. Hier steht sicher irgendwo ein Generator. Ja, ich dachte mir schon, dass wir Strom brauchen. Da liegt was. Okay. Aber will ich... Ich will mit Sicherheit nicht alle Türen öffnen. ich will zu dem Arzt da rein vielleicht. Obwohl der... mit seinen Behandlungsmethoden... das wahrscheinlich verdient hat, da zu hängen. Und da rein auf jeden Fall. Bei den anderen beiden weiß ich nicht so genau. Ob ich die Typen da rauslassen will. Ja toll, jetzt habe ich echt keine andere Wahl als da. Nee. Dann nehmen wir erstmal die Nahrung mit. Fluchtnotiz. Avery, verzieh dich lautlos. Ignoriere das Öl und das Glas. Sie dienen deinem Schutz. Okay. Entzünde eine Fackel und triff mich bei den Docks. Ich weiß nicht, was sie sind, aber wenn einer von ihnen dich sieht, dann stecke den Miskel in Brand und lauf. Ich warte auf dich. T-Punkt. Das bedeutet, mit dem Glas und Öl ist das hier gemeint. Das soll helfen. Also man versucht immer drum zu laufen. Wieso hilft ihm das bei seiner Flucht? Ich meine, das Öl ist klar zum Anzünden, aber ansonsten... Leuchtbombe. Interessant. Das
mir das Spiel hier eine Leuchtbombe gibt. Aufzugssperrung. Pete, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Der Aufzug zur Reformierung steht derzeit offen. Jeder kann einfach hineinspazieren und dem Hochsicherheitstrakt einen Besuch abstatten. Ich möchte, dass du einen Schließmechanismus einbaust. Es geht dabei nicht nur um die Sicherheit der Insassen der Reformierung, sondern auch um unsere Patienten hier in der Heilanstalt. Was geschieht, wenn eines von Huntsfields Subjekten ausbricht? Die Patienten in den oberen Stockwerken wären ohne jeden Schutz. Denk mal drüber nach. Wenn du Genehmigungen brauchst, besorge ich sie dir. Elise. Mhm. Schloss knacken, da kriegen wir nochmal was. Au, au, ach shit, das hatte eine Falle. Fies. Ich habe gar nicht mehr an Fallen gedacht. Okay, einmal das Mikroskop. Ein Buch. Im Namen der Urkraft. Moment, Urkraft. Das Ritual zur Nutzbarmachung der Urkraft hat einen schweren Rückschlag erlitten, aber vielleicht besteht doch noch Hoffnung. Die Energie ist lediglich in ein schwächeres Gefäß übergewechselt, als vorgesehen war. Dieses Gefäß ist Aaron, möglicherweise? Ich begreife zwar nicht, wie das möglich war, aber es muss einen Weg geben, sie in den Stein zurückzubringen. Also, wir hatten ja da so ein Ritual unterbrochen, Aaron und Garrett. Und dann ist sie auf dieses, dann ist sie runtergefallen und ich nehme mal an, dann ist diese Urkraft auf sie übergegangen, anstatt irgendein Stein. Soweit, so gut. Und wurde deswegen wahrscheinlich dann hier auch festgehalten. Moment, da unten ist noch eine Schublade. Nichts dran. Jetzt weiß ich, warum ich da so ein Heilding bekommen habe. Ja. Schmeiße ich mir jetzt auch mal ein. Dann könnte das der Generator sein. Soll ich den jetzt schon anwerfen? Moment, Questmarke ist da hinten. Okay, ich habe gerade vergessen, was da drin war. Das war nur der Stuhl mit irgendwas drauf. Na, schauen wir uns das noch an. Hier haben wir wieder eine Notiz. Die Türen von belegten Zimmern müssen stets geschlossen bleiben. Abkehr von den Sorgen der Welt ist Balsam für die Seele. Seltsam. Aber okay. Und da haben wir nochmal so zwei komische drei Stühle. Das sind auch so solche Schockstühle. Gut, dann einmal hier drücken. Aber ich vermute, da passiert auch noch nichts. Nein. Generator. Steht's ja auch. Heiling. Yay. Spritze. So. Schrank. Wieso steht hier ein Schrank? Will ich mich da rein verstecken? Ich gehe schon mal zum Speicher rein. Und dann betätigen wir den Hebel. So weit, so gut. Jetzt ist es laut und hell. Hätte nicht hier auch mal Licht angehen können. Jetzt gucken wir nochmal. Ach, jetzt sind hier die Türen zugegangen. Deswegen. Halt die Klappe, du kommst da nicht raus. Nicht, wenn du so ein Radau machst.
Oh, das öffnet alle Türen gleichzeitig. Ah! Okay. Hey. Keiner da? Okay. Die Insassen sind also tatsächlich immer noch nur so Visionen oder Geister. Sonst wären sie nämlich rausgekommen jetzt. Aber die Tür, ich dachte, es öffnet diese Tür hier. Es hat alles andere als das geöffnet. Was natürlich auch ganz clever ist, sonst, wenn da noch echte Insassen drin gewesen wären, ja, ne. Wäre ich froh gewesen um die Tür. So, dann gehen wir da rein. Da muss es doch jetzt einen Weg geben. Handlungsraum 3F. Garrett, wach auf. Zeig ihm nicht, dass du Angst hast. Er darf nicht sehen, dass du die Kontrolle verlierst. Ich wollte ihn aufhalten, wollte mich selbst retten. Doch sie lassen dich nicht erwachen. Ich brauche die Urkraft aus dem Mädchen, aber sie darf nicht sterben. Auf keinen Fall! Du verstehst die Angst nicht wahr, Garrett? Die Angst, gefangen zu sein, benutzt zu werden? Schnell! Sie verdirbt sie! Siehst du? Oh, ich zerstöre alles. Die Urkraft ist gefährlich! Sie muss beherrscht werden! Nein! Das ist nicht gut. Ich bringe sie wieder runter in die Gefängnisebene. Hielt dich für tot. Doch es war schlimmer. Du hast die Urkraft gestohlen. Jetzt will der Baron sie zurück. Sie haben die Gefängnisebene erwähnt. Ich muss wohl noch tiefer in dieses Loch hinein. Garrett wirkt zusammengekauert, wenn man so runterguckt in den Schatten. Ha! Ich hab doch irgendwas gehört. Ich dachte, vielleicht sind es einfach nur wieder meine Schritte oder so ein Käse. War einer. Also sind die Insassen doch hier, der hat sich jetzt nur etwas später entschieden, aus der Zelle rauszugehen. Ich wollte aber eigentlich noch den Zettel. Da hat sich wieder einer bewegt. Ich wollte auch noch den Zettel lesen. Verlegungsanforderungen, ganz schnell. Ich verstehe die unvermeidlichen Bedenken, aber ich sehe mich dazu gezwungen, Patientin Nummer 18 nach unten ins Gefängnisstockwerk zu verlegen. Mir ist bewusst, dass das nicht das übliche Vorgehen ist, aber das Subjekt muss zur Sicherheit aller isoliert werden. Das Gefängnisstockwerk ist der einzige geeignete Ort. Okay, das noch schnell. Kalibrierung. Maschine muss vor Operation sorgfältig kalibriert werden. Das Durchdringen des Schleiers, der das Fenster zur Seele verhüllt, kann den Pfad zum Wohlbefinden enthüllen. Ich weiß gar nicht mehr, so krassen Befehle dann und dann so ein komischer 0815-Spruch. Okay. Hallo. Ich kann doch sonst immer spähen. Kann ich hier die Tür einfach zumachen? Passiert nichts. Ah, Licht. Okay, das sind also nur Lichtschalter, keine Türschalter. Hätten ja auch Türschalter sein können. Ich meine, warum nicht? Das sind ja elektrische Türen. Dass es außerdem Hauptschalter noch Einzelschalter gibt, wäre doch möglich gewesen. Okay, der Typ blockiert jetzt schön die Tür. Was machen wir da jetzt? Aber ich komme jetzt wieder auf der anderen Seite des Gitters raus, das heißt, hier müsste ich sicher sein. Hier. Er läuft dahinter. Hey, hallo. Du hast deinen Kumpel umgebracht. Da, dein Mitinsassen. Kann das sein? Das ist immer nicht nett. Das ist immer auch nicht nett. Oh, wenn ich jetzt wieder zumache. Was passiert dann? Kann ich nicht machen.
so Age Badge wieder reingelaufen, aber nee. Okay, den hat er wohl, ja. Der scheint mich hier überhaupt nicht zu bemerken. Das ist... Ich wäre ganz gern nochmal zurückgegangen jetzt in die offenen Zimmer, aber das scheint nicht zu gehen. Außer ich will irgendwie warten, wenn er da in den Raum reingeht, schnell vorbeihuschen. Ich muss ja irgendwie wieder zurück. Ganz sicher! Hier ist ein Eindringling! Jetzt siehst du mich natürlich, ich stehe im Licht. Ich bin Eindringling. Es hat keinen Sinn. Er ist nicht mehr da. Dem hätten sie vielleicht auch an anderen andere Sachen zu sagen geben können. Ihr steckt hier irgendwo, ich finde euch! Was zu diesem Insassen irgendwie besser passt. Dort versteckt er sich. Ich was? Nö, nö, nö. Hast keine Ahnung, wo ich bin. Jetzt brauche ich ein bisschen das Licht angemacht zu haben. Ich stell hier alles auf den Kopf! Mhm. Tu das. Hey! Hier ist irgendwer! Hey! Da bist du. Ja, 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 da bin ich. Ah. Weiter, weiter. Ich bin irgendwie enttäuscht. Wie habe ich das wohl gemacht? Zum Glück ist er einigermaßen blöd, aber ich muss ihn irgendwie ausschalten. Ich muss ja da an ihm vorbei. Es bringt überhaupt nichts. Ist die Frage, was machen wir? Ich habe so ein Erstickungsding, also das betäubt ihn kurz. Hier ist niemand. Er ist weg. Hey! Aber eins überbraten. Er hat einen Ohrring an. Ist mir immer lieber. Da ist er zwar K.O., aber ansonsten nicht irgendwie. Nicht mehr irgendwie gefährlich. Was hast du da für einen Ohrring an? Wieso kann ich den nicht klauen? Sieht mir fast so aus, als könnte ich das. Wieso trägst du einen Frapp? Doch, kann ich. Frauenohrring, echt jetzt. Passt überhaupt nicht. 20 Gold. Okay. Soweit, so gut. Speichern.